begrüßen wir Sie aus dem Pfarrbüro St. Antonius, wo wir auch wieder für Sie lesen und beten wollen. Gerade jetzt in diesen Frühlingstagen empfinden wir es für besonders traurig, dass wir nicht mit Familie und Freunden uns treffen können. In der Liebe bleiben heißt den Willen Gottes tun und die Freude Gottes erfahren. Der Wille Gottes ist es, dass wir einander Gutes wünschen und Gutes tun. Wie ich euch geliebt habe. Die Weite und die Tiefe der Liebe wird vom Vorbild Jesu her bestimmt. Er ist der wahre Weinstock. Wir können auch sagen, er ist der wahre Freund. Und er will, dass wir jedem Menschen als Freund begegnen, wie als Bruder. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seinen Freund hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwähnt, sondern ich habe euch erwähnt und habe dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Der Herr schenke dir seine Heiterkeit, damit du über das hinaussehen kannst, was dich bedrückt, und neue Ideen entwickeln kannst, um dein Leben zu gestalten. Der Herr segne uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Allmächtiger Gott, diese Zeit stellt uns vor besondere Herausforderungen und Einschränkungen. Schenke uns deinen guten Geist, damit es uns gelingt, uns zum Wohle aller zu verhalten. Bleib bei uns mit deiner Liebe, sodass wir Kraft und Hoffnung daraus schöpfen. Das gewähre uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.